Lass erstmal Deutsche Memes gucken, let's go. Wenn du anfängst, schickt mir gerne Memes auf Insta. At Barber Deutsch. Nur bei Deutsche Memes, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Wichtig, die nachfolgenden Videos sollen keine Personen in irgendeiner Weise beleidigen oder angreifen. Ich feier immer noch, dass ich einfach das Intro bin, Alter. Und alles dient lediglich der Unterhaltung. Ignore the voice. I ain't got no food, bro. Yo, who the fuck put Michael Jackson in the freezer? Lehrer, der Vortrag muss mindestens 15 Minuten lang sein. Meine Begrüßung. Sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bigender, sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau. 15 Minuten später, jetzt, wo ich alle auch angesprochen habe, wollte nur sagen, dass Pizza sehr ungesund ist und aus Italien kommt. Falls noch weitere Fragen bestehen, lassen Sie es mich gerne wissen. Sehr geehrte Gendervariable, sehr geehrte transsexuelle Personen, sehr geehrter Interstern weiblich und sehr geehrter Interstern männlich. Ach Gott, ich hatte ja eine Zwischenfrage. Ich bin ja noch nicht mit der Begrüßung fertig. Ehrenmann, muss ich sagen, Ehrenmann. Weil ich finde gut, dass er niemanden auslässt. Ich finde, meine Damen und Herren, wäre schon ziemlich asozial. Schön, dass er keinen auslässt. Mach weiter so, Bro. Lies noch eine Stunde weiter vor. Was ist denn Scheiße? Was macht er da? Jo, voll erschreckt. Der Bier wird nie wieder auf eine öffentliche Toilette gehen. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, kipp nicht um, kipp nicht um. Hör auf. Oh, das ist so geklappt. 1, 2, 3. Dem Bree wachsen nie wieder Haare. Yes, komm hier, komm hier. Oh, der Arme, Alter. Public School Check! Cajonas and fitness off everyone's head! Ich schwöre, Digga, deutsche Schule, immer alles broke. Immer alles alt und scheiße und broke. Früher haben wir noch mit Speeren gejagt. Heute fliegen wir von München nach Bangkok. Haben wir die Polizei gerufen. Heute rufen die ihre Cousins. Codex, Statement. Moin, moin. Sie, er geht mir bestimmt fremd, er und die Jungs. Wollt nur ein Video machen? King, Digga. Nice to meet you. Step in. Damit hat er nicht gerechnet. Sie fuhr. Boah, es war so fake, Digga. Wenn ich schon die Fresse von ihr sehe, das ist so ein Drecks-Fake-Video. So schlecht. Auch so scheiße gefaked. Und so kleine Kinder liken das auch so. Oh mein Gott, ich hab gerade gefunden. Simon, Alter. Stell dir vor, du bist so betrunken und denkst dir einfach, ein Bier geht noch. Man muss immer trinken, wenn man keine Lust hat. Mein Rosinenbrötchen mit Leberwurst. Zwar ein Bier. Und eine Ibuprofen. Hey, sind das mehrere Meros? Achso, nein, das ist also verschiedene Meros, also von verschiedenen Tagen. Okay, sehr lustig. Ja. Okay. Ja. Bro, das hab ich sogar gesehen auf YouTube. Keine Ahnung, wie ich es gesehen habe, aber ich habe das gesehen und dachte mir so, was bist du für ein Otto-Vibe? Wenn es ein Typ wäre, hätte ich gesagt, Otto-Sohn. Ist eine Frau, ja. Es sind 150.000 Euro Sachschaden, ja. Brutal, Digga. Brutal. Wirklich brutal. Guck dir das an. Riesen-Kamerablage. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Why do some straight guys get so bloody pressed when a gay guy hits on them? Mir auch scheißegal. Straight guys get so bloody pressed when a gay guy hits on them.
Also ich weiß auch nicht, warum der so auf Krampf so redet, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, cool. Nefas, Primax und Codex haben sich verabredet. Zum Mod-Meeting. Zum Mod-Meeting von Orange Morange. Damit wir gemeinsam den Chat moderieren können und die Leute timeouten. Komm, wir kaufen uns noch einen Energy-Drink mit ganz viel Koffein und Taurin. Aber meine Mama erlaubt mir das nicht. Egal, wir sind die Mods von Orange Morange und wir scheißen auf die Regeln. Yeah, Prost. Also der Stoff haut rein. Ja, schau doch. Ja, ist gut. Und jetzt zum Wohl. Ja. Prost. Prost, Männers. Ehre. Ja. Und wie sahen die? Russe gibt eine Personenbeschreibung. Aus, können Sie noch beschreiben, was die anhatten? Ich scheiß auf die, wenn ich finde, ich fick im Black. Ja, das ist aber keine Personenbeschreibung. Ich scheiß auf die, na. Gut, also keine Personenbeschreibung. Gut, keine Personenbeschreibung, ne? Alban. Wie alt, ja? In Germany we say, er hat das Leben durchgespielt. Der Name Lisa. Also in Germany we call this sexual belästigung and cancel and scandal. Scandal on Twitter and much hate, much hate, much hate and Knast. Lisa, krass, wusste ich gar nicht. Wird auch Lisa ausgesprochen. Sie heißt Asil. Ich weiß, ihr glaubt mir jetzt nicht, aber ich kann es euch auch schnell zeigen. Lisa. Will doch nochmal. Ach so, weil er sich umdreht. Soll das lustig sein? Was piept der so? Ich hab nichts gemacht, gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Ich schwöre, sei... Guck mal, ich gönn niemandem was, aber sei ihm gönnt. Mach doch nicht, film doch nicht, wenn du auf diesem scheiß Roller fährst. Guck doch nach vorne, konzentrier dich auf die Straße. Meine Fresse. Und, wie war die erste Fahrstunde? Ich. Vor allen Dingen, wenn ich hier lenke, dann lenkst du nicht mehr, ne? Ah, okay. Ersten Gang, das ist Scheibenwischer. Was ist denn los mit ihm? Nimm die Finger weg da. Ersten Gang einlegen. Ja. Was ist denn los Linker mit dir? Links, beide Hände und Lenkrad. Linker, links, das ist rechts. Links! Was ist denn los mit dir? Oh, Martha Maria, was bist du denn für einer? Wir sind ja, aber das ist doch der Fahrradfahrer. Ja, dann nimm mal Gas weg. Soll ich den mitnehmen? Der wird niemals einen Führerschein kriegen. Nein, du sollst ihn nicht wegnehmen. Gas weg. Gas weg, sonst kriegen wir hier gleich ein Ticket. Das war lebensgefährlich. Also ich habe mich sehr sicher gefühlt beim Fahren. Ja, das ist schön, ich nicht. Okay. 500 IQ. Kurz mal im Stehen schlafen. Kurz mal. Okay. In Corona-Typen stehen und die können. Ich habe Real Talk mich gerade erschrocken, weil ich dachte so: Hä? Karl S? Ich habe locker seit Monaten nichts mehr von ihm gesehen. Das letzte Mal war vor einem halben Jahr oder so. Ich habe ja ewig diesmal Karl S gehört. Mal gucken, was macht der eigentlich noch? Ins Gesicht spucken und die können mich anstecken und mir passiert trotzdem nichts. Warum? Weil ich ein gutes Immunsystem habe. Hm. Okay, er ist Corona-immun. Alles klar. Mädels, wenn ihr euch unwohl fühlt, an einer Jungstruppe vorbeizugehen, macht das. Ha, ha, ha. Tschüss. Ich hab Dickfett-Durchfall gerade. Echt? Woher wusstest du, dass ich Ausländer bin? Heartbreaking throughout my whole pregnancy. But never have I ever. And this is my fourth kid. Had a baby. With so much hair. Harry, Bruder. Harry. Harry. A baby hair. Look at his sideburns. Harry, bro. Harry. Einfach Marshall hat vorliegt. Even the babies are one of the most dangerous animals in the world, so I built this cage to keep them secure, so there's no problem. Oh my god. Oh man, ich werde nie im Leben wieder ein Bier trinken. Bier! Ich nehm 10! Tori. Willst du mit mir Schluss machen? Boah, ich schwöre, ne? Ich sagte, also guck mal.
Drake und Joss, schon Ewigkeiten her, ja, Bro. Aber ich war in jeder seiner Frauen verliebt, Digga, ich sag ehrlich. Jedes Mal hat er eine Klasse, boah. Ich war damals schon, überleg mal, ich war vielleicht 10 oder so und ich war schon richtig geil, Alter. Ich war schon als 10-Jähriger war ich einfach horny. Das ist schon irgendwie auch krank, Digga, aber ich war 10 Jahre alt, vielleicht 11 und ich war schon einfach horny. Horny auf die Frauen von ihm. Ich war verliebt auch, ich war schon verliebt. Kenn die Serie nicht, aber Bro, du bist halt auf 15, Codex, ne? Das ist jetzt für Leute, die schon ein bisschen älter sind, Codex. Wenn ich versuche, Mädels zu beeindrucken. Hat er Durchfall? Was macht er? Was soll das? Ich hoffe, du hast dein Knie gebrochen. Warum hast du diesen scheiß Mörner kaputt? Junge, so ein TikTok-Song, Alter. Pass auf, ich weiß jetzt, dass das nicht. Ich in der mündlichen Prüfung. Nächstes kommt, ich soll den ganzen Scheiß hier beschreiben. Ich habe keine scheiß Ahnung. Also quatsch mich ja nicht voll mit sowas. Ja, was steht morgen noch Motors, Alter? Du hast doch immer Fragen. Wie ein Philosoph. Boah, furchtbar. Wie so ein Philosoph. Guck mal, sie verliert einfach ihre Haare, Digga. Guck mal. Sie verliert einfach ihre Haare. Du bist so respektlos. Naja, ins Gesicht hauen ist okay oder wegschubsen, was er da gemacht hat, aber wenn er mal hier das Ding rumsch... Ich hätte das auch komplett umgeschmissen, sag ich ehrlich. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nein, gar nichts gemacht. Richtig, die Dortmund ist sehr Peter. Es ist Freitag, wieder mit den Nomis unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen von nem Bro. Er fragt, was geht grad, gib ein grad paar Hülsen und wir hängen an nem Skatepark. Ey, yo, bis später, Peter. Es ist Freitag, wieder mit den Nomis unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen von nem Bro. Er fragt, was geht grad.